Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich einen Squad-Builder und zwar ein richtig schönes NLW-Squad. Wir gehen hier direkt rein mit dem Keeper und da haben wir den guten Caballero von Chelsea. Ist für mich ein ziemlich solider Keeper, 80 Diving, 81 Reflexe und sonst eigentlich auch ganz solide Werte, da kann man auf jeden Fall nicht viel falsch machen. So, Linksverteidiger, da gehen wir rein in eine andere Liga und zwar haben wir hier Baba. So, Freunde, hier ein kurzer Einwand von mir und zwar spielt Baba ja nicht mehr bei Schalke. Der ist ja wieder bei Chelsea und deswegen kann man den natürlich auch nicht so einbauen. Deswegen habe ich eine andere Option für euch und zwar wäre das zum einen Bernard von Bayern München, dann würde das Ganze auch NLW bleiben. Oder ihr nehmt Oscar Wendt, dann wäre das Ganze auch noch NLW. Die beiden Karten sind aber leider nicht ganz so schnell. Deswegen könnt ihr auch Brozinski nehmen, der ist nämlich in FIFA 18 Linksverteidiger, hat 85 Tempo und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aufgehoben und dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit dem Team. So, jetzt kommen wir zu einem Innenverteidiger, der absolut kranke Werte hat. Abraham von Frankfurt. Der Typ hat einfach mal 80 Tempo, 79 Defending und 77 Physis. Also das sind wirklich Voraussetzungen für einen optimalen Innenverteidiger, für einen overpowerten Innenverteidiger für den Start. Ja, der ist perfekt geeignet und deswegen spielt er hier eben auch in der Innenverteidigung. Linkt dann natürlich auch gut zu dem guten Caballero. Und in der rechten Innenverteidigung spielt dann Mercado, auch ein richtig overpowerter Spieler. 75 Tempo, 75 Defending und 81 Physis. Eine richtig kranke Karte. Obwohl der nur ein 76er Rating hat, hat er echt richtig starke Werte bekommen. So, dann haben wir einen weiteren Spieler, der so ähnlich klingt. Und zwar ist es nicht Mercado, sondern Macedo. 87 Tempo, 70 Defending, 80 Physis sogar. Obwohl das eigentlich so ein schneller Spieler ist, hat er trotzdem extrem hohe Physis. Und das ist natürlich sehr wichtig auf der Außenverteidigerposition. Auch wirklich ein sehr, sehr solider Rechtsverteidiger. Den gab es ja auch in FIFA 17 schon. Da war er ja auch wirklich nicht so schlecht. So, wir gehen rein zum ersten zentralen Mittelfeldspieler. Und da haben wir eine Karte, die meiner Meinung nach irgendwie schon ziemlich nice aussieht. Der hat zwar nicht den höchsten Tempowert, aber was die Defensive angeht, gefällt mir der sehr, sehr gut. 65 Tempo, 77 Defending und 81 Physis sprechen da, denke ich mal, für sich. Garcia, ja, ihr könnt da natürlich auch gerne Diop spielen lassen. Der hat ein bisschen weniger Pace, dafür aber noch mehr Physis. Der hätte dann 85 Physis sogar. Also falls ihr da einen physisch stärkeren Spieler haben wollt, dann holt euch Diop. Falls ihr jetzt noch ein bisschen aufs Tempo schauen wollt, dann nehmt euch Garcia. Der ZOM in unserem heutigen Team ist der gute alte Orellana mit 80 Tempo, 83 Dribbling, 4 Sternen Skills und 4 Sternen Weakfoot. Ja, Defending ist natürlich nicht so gut bei ihm, aber er ist ja auch unser ZOM. Das heißt, der ist eher für die Offensive geeignet und Garcia dann eher zum Beispiel für die Defensive. Und Orellana hier mit 4 Sternen Skills ist auf jeden Fall auch ein wirklich guter Spieler. Dann gehen wir rein zum letzten zentralen Mittelfeldspieler und da steht Jonas Hector, 77 Tempo, 79 Defending und 77 Physis. Das sind absolut perfekte Werte für den ZM und dazu halt noch 76 Dribbling und 76 Passen. Aber der hat einfach eine richtig, richtig gute ZM-Karte bekommen. War ja immer Linksverteidiger in FIFA 18, ist er jetzt aber, wie gesagt, zentraler Mittelfeldspieler. Und diese Werte sprechen echt nur für sich. Ich hoffe, dass der nicht ganz so teuer sein wird am Anfang. Könnte ich mir aber schon vorstellen, dass er vielleicht so 10.000 Münzen oder so kosten wird. Jo, linker Flügelspieler. Da spielt einer, der gerade bei Hoffenheim unter Vertrag steht sozusagen. Und zwar ist das Gnabry mit 90 Tempo, 76 Shooting, 82 Dribbling und natürlich auch den 4 Sternen. Skills, eine absolut kranke Karte, zu dem braucht man eigentlich nicht viel sagen. So, Wähler spielt dann auf dem rechten Flügel mit 84 Tempo und 79 Shooting. Feiere ich persönlich extrem diese Karte, hat auch 4 Sterne Skill Moves, leider nur 2 Sterne Weakfoot, aber das ist nicht allzu schlimm. Also wie gesagt, in FIFA 16 vor allem habe ich den extrem gezockt und da war er wirklich einer meiner Lieblingsspieler. Deswegen ist er hier heute auch im Team und der hat auf jeden Fall sehr, sehr solide Werte. Das passt auf jeden Fall ganz gut. So, Rodrigo spielt dann im Sturm und das ist eine Karte, Jungs. Schaut sie euch einfach an. 91 Tempo, 75 Shooting, 78 Dribbling und 4 Sterne Skill Moves und auch nicht allzu schlechte Physis. Also Rodrigo ist in meinen Augen ein sehr, sehr overpowerter Spieler und der wird auch richtig gut abgehen, denke ich mal. High, Medium, Arbeitsraten dann auch noch, das passt eigentlich auch ganz gut auf diese Position. Also das ist wirklich ein Team, mit dem kannst du perfekt am Anfang zocken. Das wird nicht allzu viel kosten, es ist schwierig das Ganze einzuschätzen. Ich schätze jetzt trotzdem mal, ich würde so sagen, maximal 30.000 Münzen. Also wirklich maximal.
Denn die teuren Spieler aus diesem Team werden vielleicht Abraham sein, Mercado ist vielleicht nicht ganz so günstig, Hector und ja, Rodrigo und Vela vielleicht noch und Gnabry ein bisschen, aber so ein Garcia zum Beispiel kostet, glaube ich, so 2000 Münzen oder so. Gehe ich stark davon aus, dass der nicht teuer sein wird. Und ja, Freunde, das ist an sich auch schon das fertige Team. Falls es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, checkt die anderen Videos ab, checkt die Links in der Beschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und Ciao.